Achso, den USB-Stick, wo hast du den reingemacht? Dann den Computer an den Das war ja Einlass. genau. Dann den Ding. Na, ja, ist der Code, den ich da hinten auch gesehen habe. Weißt du, Kran was man checkt man machen da muss? überhaupt nicht, oder? Welchen? Nee. Achso. Den Plan da check ich nicht. Hier steht irgendwo. Mal gucken, vielleicht in der Mail hier links am Computer. Vektor macht die. Ich guck hier gerade so rum. Man muss, glaube ich, die ganze Tabelle da so füllen, oder? Die da so vorne drauf ist. Da hat man nämlich jetzt schon da auch was. A12 habe ich auch da jetzt auf einmal drauf. Ja? Ich habe das gar nicht auf der Tabelle. Wie hast du das auf die Tabelle bekommen? Ne, vorne da, was da steht. Ja, da wo B235 steht, ne? Genau. Da steht bei mir nichts mit A. Ne, weil ich A1. Mach mal A12 und dann ruf drücken. A1. Kommst du nur auf A12? Keine Ahnung, muss man das probieren da füllen oder? Mal. Jetzt habe ich Adam, da auch wie noch fühlst C25. Du dich? Bedauere, Kerl, so, aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Es sei denn, Sie ändern sie für mich. Ah, warte mal. C2. Ist nichts passiert bei A1. Nee, das ist. Achso, hier muss man. Neustart gucken. Initiiert. Adam? Ich weiß, warum Sie mich bitten wollen, Dr. Ja, Pearson. Die Antwort lautet nein. Ich wäre sehr enttäuscht von Ihnen, so ich denn zur Enttäuschung fähig wäre. Was für ein Schambolzen. Scheint so, als hätte ich ihn aggressiv gemacht. Einfach irgendwas eingeben, ne? Probieren wir es nochmal. Adam, wie fühlst du dich? Wie oft muss ich denn noch nein sagen, Dr. Pearson? Geben Sie auf. Es ist aussichtslos. Adam, ich brauche Zugriff auf das Transportmanifest. Das ist eine Aktion niederer Stufe. Ich habe Zugriff darauf, selbstverständlich. Aber ich werde ihn nicht gewähren. Wissen Sie, wenn ich Aktionen niederer Stufe ausführe, ist meine Funktion auch von niederer Relevanz. Ich bin aber, falls nötig, für deutlich wichtigere Aktionen ausgelegt. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie das verstehen. Man muss es, glaube ich, machen wie am Computer. Jetzt habe ich ihn auf einen Ego-Trip geschickt. Probieren wir es mit einer anderen Kombination. C12. Ungültig. Die Entnahme aller Buchstabenplatinen löst den Alarmzustand aus. Verrückt. Neustart initiiert. Ich meine jetzt gerade auch mit C. Hey Adam. Hast du schon ich jetzt A meinen Transporter buchen? Nee, ich muss noch eins da machen. Ich habe einfach mit C auch mal gerade versucht. Die Vorschriften sind glasklar. Es tut mir leid. Noch einen wundervollen Tag. Tja, jetzt hat er Kreide gefressen, aber das hilft mir auch nicht weiter. Ich probiere es besser mit einer anderen Kombination. Ungültig. Manche Platinenkombinationen ergeben kein brauchbares Resultat. So kann etwa Platine B nicht mit Platine 4 funktionieren. Ich schlage vor, Sie suchen sich Dr. Gunthers Aufzeichnungen und lesen diese, bevor Sie sich an weiteren Anpassungen versuchen. Bei B fehlt mir nur eins da, das kriegt man nie raus. Da muss man sich ja merken, was man schon für Kombos eingegeben hat. Oh, ich kotze. Ja, Mann. Süß. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen sind inkompatibel.
Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen bilden keine Einheit. Neustart initiiert. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen sind inkompatibel. Neustart initiiert. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen bilden keine Einheit. Ja, Mann, das war richtig. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen sind inkompatibel. Sind gleich fertig. Ja, ja. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen bilden keine Einheit. Was ist denn das zweite bei A? Für eine Zahl. Ja, ich hab alles. Was ist denn das zweite bei A? Warte mal, ich rede erst mal mit denen. Nicht, dass das richtig ist. Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen sind inkompatibel. Was ist jetzt? Neustart wird abgebrochen. Die ausgewählten Platinen bilden keine Einheit. Was ist denn das zweite bei A? Ein A. Neustart eins wird fünf. Abgebrochen. Die ausgewählten eins. Platinen sind inkompatibel. Was? 1A, 1,5? Man fängt doch immer mit A an. A, 1,5. Achso, A. Neustart initiiert. Ja, genau. Neustart initiiert. Jetzt kriegt man den Code zu diesem Labor, wo man da den Code braucht, da hinten. So, was brauchst du noch? Dann kann ich dir jetzt alles sagen. Genau, C brauche ich jetzt da. Also ich habe von... Achso, oben, die muss man auch füllen, da die großen. Was, die großen? Achso, was ist das denn da ganz oben? Ja, man, das war schwer. Hast du jetzt mal sehen, was ich da schon wieder für dich jetzt gemacht habe. Ja, Mann. Letztes Mal habe ich ja auch da sowas rausgefunden. Was brauchst du noch? Na, ich hab erst A und bei C eins, das erste. Und bei B habe ich drei Stück. C14? C14, oder? Das ist ja verrückt, wie hast denn das rausgekommen? Weiß ich auch nicht, ja. Einfach so immer das gemacht, was ich nicht gemacht habe. Den muss man ja dann gar nicht anquatschen, ne? Man muss es einfach ausfüllen. Ausfüllen und dann den Hebel ziehen. Genau, mein ich ja. Und danach einfach weitermachen, ne? Und dann? Genau. Dann C15. Neustart initiiert. Genau, dann? C25. Neustart initiiert. Genau. Und ich komm da auf Sachen. Und bei B habe ich nur die unteren drei. Dann ist ganz oben B12. B12. Achso, ich muss erstmal auf B wieder setzen. Ist ja krass. So schnell hast du es gerade so rausbekommen. Neustart initiiert. Und was kommt nach B12? B15. Neustart initiiert. Genau. Das war ja noch alles leicht. Die da oben waren schwer. Genau, wie hast du das rausbekommen? Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, Alter. Ich hab ganz Zeit so getestet wie ein Verrückter. Einmal gedrückt und dann dahin gegangen, am Hebel gemacht, zurückgegangen. Da kannst du ja über viele Zahlen kannst du da machen. Ja, genau. Deswegen ist Glück, dass alles mit 1 beginnt. Deswegen habe ich es relativ schnell rausgefunden. Du wirst jetzt sehen. Das erste oben links ist A125. Für A. Jetzt ist hier aus meinem Ohr gefallen. Neustart initiiert. Genau. Und dann B125 oder was? Ja, genau. Dann B125 und bleibt gleich bei B. Und so, dann nehme ich unter B kommt B
2, 3, 5. Keine Ahnung, wie ich das rausgefunden habe. Okay, 1. Warte, 1, 2. B. 1, 2, 5. Und jetzt. Neustart. Und B, 2, 3, 5. B. Ja, krass. Neustart initiiert. Und dann? Und noch C, 1, 2, 5. Scheiße. Bitte? Neustart. Das bestimmt erzählen, was er sagt. Voll krass, ja, Mann. Ich dachte wirklich gerade, ich wäre hier drin. Ich wollte hier gerade abstützen an den Ding neben mir. Ach so, ich muss erst C machen. B, ach so. C, 1, 2, 5 noch. 1, 2, 5. Neustart initiiert. Ja, jetzt habe ich alles. Und jetzt den Anlabern raus. Genau, da musst du den mit den Quatschen, mit dem Typen, und dann gibt er dir den Code. Hey, ich stehe aber auch noch vor dem hier rum. Wie fühlst du dich? Diese Verhaltenskonfiguration ist akzeptabel. Bitte. Da können wir auch einen rauchen, bevor wir den Raum da öffnen. Dann bleibt hier noch stehen.